Na, ihr Grattler, der Theophan ist am Start. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver. Und das dürfte mittlerweile. Das dürfte die 88. Folge sein, glaube ich. Nein! Ja, das ist die 88. Folge. Deswegen gehen wir heute in die Seeschauminseln. Denn es gibt da noch ein paar Sachen zu tun. Unter anderem wartet da ein legendäres Pokémon noch auf uns. Und ich wollte mir die eh noch anschauen. Von daher, ich glaube eh, dass ich beim letzten Mal eine Sache nicht dabei hatte, die ich gebraucht hätte. Nämlich ein Pokémon, das Stärke kann. Arrrr! Also, so weit komme ich mal nicht weiter. Ist da oben auch überhaupt irgendwas? Sass. Da oben wird eh höchstwahrscheinlich auch nur, Dings, wie heißt denn das? Ein verstecktes Item sein, wetten? Oh, wow! Nichts! Wie geil ist das denn? Ist auch die Frage, wo gehe ich da am besten lang? Ich gehe einfach mal hier runter. Dass ich einfach mal... Oh, hier sind Trainer, ja. Huhu. Ich glaube, das war sogar der richtige Weg, um ganz nach unten zu kommen. Hey du da, Platz da, aus dem Weg. Okay. Snowboarder Friedel. Dragan. Omicevic. Hilft mir da, glaube ich, nicht besonders viel. Scheiße. Knight. Der Ritter in der edlen Rüstung. Oder auch einfach bloß ein Absol. Stachlörch. Oh, ho, ho. Setzen wir mal Biss ein. Auf Dickdrie habe ich übrigens verzichtet. Erstens, weil Dickdrie ist ein Boden-Pokémon. Hat also gegen Flug keine Wirkung, erstens. Und zweitens ist Dickdrie jetzt auch nicht so ein Pokémon, das mit seiner Fähigkeit unbedingt hier benötigt wird, weil die werden ja nicht fliehen. Yugong. Gong. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Was? Ist ja auch egal. Nassschweif. Pfeif. Es ist... Sollte auf jeden Fall nicht zu schlimm sein. Ich glaube, auch wenn ich die andere Trainerin auf dem Rückweg besiege, ist es nicht... Bodycheck. Okay, dann hat sich das... Ich wollte gerade sagen, dann hast du dich von selber erledigt, was allerdings nicht der Fall ist und weswegen ich jetzt auch sauer auf dich bin. Ja, und wie ihr gesehen habt, ich habe die drei Raubkatzen in einzelne Videos geschnitten. Ja... Ach so, der wirkt noch. Scheiße, was sollte ich machen? Hypertrank. Ja, unser kleiner Ritter hat Großes geleistet. Ah ja. Ah ja. Der beste Schutz gegen Kälte sind warme Kleidung und ein Heißgetränk. Oh ja, deswegen habe ich hier auch immer... eine Dose Teewasser hier stehen. Botogel. Dragan. Oh. Ich glaube, da darf Brandt wieder ran. Ich glaube, das dürfte dann auch reichen. Also Dragan war mir halt besonders wichtig wegen... Oh, danke. Also Dragan war mir am wichtigsten wegen... der Donnerwelle.
Ganz klar wegen der Donnerwelle. Ob ich Brandherd einsetze, das weiß ich noch nicht. Die sind halt alle auf 50. Deswegen... Uff, ich bin am Limit. Ja. Also ich glaube, wenn ich die leider nach unten nehmen will, muss ich dir guten Tag sagen. Was treibt dich so weit nach draußen? Die frische Luft. Die frische Seeluft. Und was ist stattdessen? Stattdessen bin ich hier in einem tiefgefrorenen Keller. Ja. Das ist mein Leidensweg. Meine Leidensgeschichte. Haben Sie mal Mitleid mit mir, anstatt mir Vorwürfe zu machen. Was rede ich da schon wieder für eine Kacke? Giftzahn. Blub, blub, blub. Nass Scheiß. Scheiß. Giftzahn. Kannst du mal endlich vergiftet werden? So, das dürfte jetzt aber reichen. Danke. Lal, ein Labras. Aua. Okay, versuchen wir es erneut mit Giftzähnen. Okay, vergiftet bist du schon mal. Das sollte auch genug sein. Fliegen. Einfach bloß, um dir aus dem Weg zu gehen, Labras. Du wirst durch Gift verletzt, das gefällt mir. Vamp setzt Fliegen ein. Boom. Hydropumpe, aber du bist gleich besiegt und mir soll's recht sein. Vamp, du hast großes geleistet. Snowboarder Markus besiegt. Vielleicht soll ich mich lieber fragen, was ich hier treibe. Ja, oder mit wem du es hier treibst. Na, okay. Nicht witzig, ich weiß. Ich gehe schon in die Klappe halten Ecke. Okay, gut. Dann Vamp bitte den Trank nehmen. Und dann gehen wir in die untere Etage, wo wir dann, glaube ich, letzten Endes auch auf Arktos treffen. Sind wir immer noch nicht in der untersten? Bruder. Das habe ich ja total vergessen. Beutel. Dann setzen wir hier mal unseren Superschutz ein. Ups. Das war nicht gewollt. Aber ich habe offenbar keine andere Wahl, als weiterzugehen. TM13, Scheißstrahl. Das gefällt mir. Warte, ist das hier? Müsste eigentlich. Und ich glaube, ich weiß, was hier... Ich glaube, ich weiß auch, was hier zu tun ist.
Hahaha! Herr, ich bin kein Pirat. Wie komme ich daran? Keine Ahnung. Okay, ich weiß, wie ich daran komme. Zwei. Yay. Eine Riesenperle. Auch nett. Na dann, ab nach hier unten. Weil weiter kann ich da eh nicht. Felino. Oh, da ist Arktos. Die Frage ist nur, wie komme ich da hin? Ist halt auch wieder so ein kleines Labyrinth hier. Und hier komme ich nur nach oben. Das ist beschiss, ich will nicht nach oben. Nein! Was ich mich ja eh frage, wie kann man denn bitteschön hier unten snowboarden oder Skifahren? Hier ist kein Schnee, das ist alles Eis. So ein Scheiß. Oh, komme ich jetzt womöglich zu Arktos? Ja. Komme ich. Ach, was soll denn der Scheiß? Keine extra Musik für diese Legendären aus Kanto? Da bin ich jetzt aber enttäuscht. Okay, Dragan. Donnerbälle. Ich hoffe auch mal, dass der Finsterball klappt, weil es ist eigentlich 2:30. Er setzt auf jeden Fall Agilität ein. Habe ich ehrlich gesagt kein Problem mit, solange er Dragan nicht umbringt. Aber die Eisattacken, die Drachenattacken können Arktos eh nicht viel anhaben. Ja, eine Antikraft, das schaut schon wieder anders aus. Aber es geht. Es hält sich in Grenzen. Ich versuch's mal mit dem Drachenstoß. Der geht natürlich daneben. Okay. Also je öfter er Antikraft einsetzt, desto rechter ist es mir. Ist doch rechter. Ist es mir? Denn, ja, der hat nur 5 AP dafür. Und, ja, der kann dann zumindest Brandherd nichts anhaben. Ich würde jetzt noch eine Windhose versuchen. Wenn es ein Critical Hit wird, dann beiße ich mir dafür selber in den Hintern. Perfekt. Ich habe ihn genau da, wo ich ihn haben möchte. Jetzt heißt es nur noch Bälle werfen. Genau, und die dritte Antikraft hat er aufgebraucht. Ich hätte es auch... Oh, ich hätte mal wieder den Flottball als erstes versuchen können. Na, aber ich paralysiere die Legis immer lieber. 1, 2, 3. Oh, schade. Wirklich schade. So, 4. Antikraft. Dragan, vielen Dank, du hast gute Dienste soweit erwiesen. Oder geleistet. Deine Meinung hätte ich auf Flüchten gedrückt, ey. Dann wäre hier aber zappenduster. Die Paralyse scheint ihm bis jetzt tatsächlich noch nichts auszumachen, was mich tatsächlich wundert. Ich habe übrigens keine Bälle nachgekauft, weil wozu auch. Ich habe gerade mal 8 Stück mit den 3 Raubkatzen gemacht. Oh, eigentlich schon traurig sowas, oder? Also traurig für die Raubkatzen, für mich ist es wunderbar, aber... Da fehlt mir halt dann noch ein bisschen die Challenge.
Und ich hoffe, Arktos hat meine Gebete erhört. Tja. So. Okay. Ich muss erst einmal schauen. Die Attacken, die es kann. Reflektor, Eisstrahl, Agilität, Antikkraft. So. 40, 60. Oh, du bist tot. 60, 5. 65 Runden kann ich es auf Trab halten. Das habe ich alles soeben ausgerechnet. Und hier dürfte ein bisschen mehr Zeit auch drin sein. Ah, war das jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass die Paralyse gewirkt hat. Okay. Ich bin aber auch froh, dass er nicht Ice Skate kann. Bei der hätte garantiert einem meiner Pokémon hier das Licht ausgeknipst. Deswegen lieber 10 Eisstrahl, 30 Agilitäten und 20 Reflektoren. Ich sag's mal so, sobald er nur noch Agilität und Reflektor hat, ich habe leider nicht die Eisstrahl mitgezählt. 3. Ja, okay. Hat sich dann auch schon wieder erledigt. Und schon wieder habe ich keine 5 Minuten gebraucht. Junge! Oh, deswegen, weil es nicht so knapp war. Weil es nicht so knapp war. Habe ich jetzt auch hier nicht den Ausraster des Jahrtausends hingelegt. Oh, der Schutz wirkt noch. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir machen die Strudelinseln noch fertig. Und als nächstes würde ich mich um Zapdos kümmern. Weil Zapdos... Zapdos ist am einfachsten zu finden. Weil Lavados befindet sich auf dem Silberberg und da muss ich auch erst einmal so weit kommen. Er hat kommen gesagt. Hatschi-Kakao. Wo war ich stehen geblieben? Ich weiß es schon nicht mehr. Achso, ich war jetzt hier, ne? Ich schau mal, was es hier noch gibt. Vielleicht kommt man da auch noch irgendwie an ein Item oder sowas. Also wenn das jetzt so kurz in Anführungsstrichen war, dann würde ich sagen, mache ich da auch nicht 2 Videos daraus, sondern tatsächlich 1. Weil ich bin hier soweit fertig mit die Strudelinseln. Arktos habe ich auch in einem angenehmen Zeitraum gefangen. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Und ich sage, schön gemacht, das war's. Morgen ist nichts mehr. Schnell raus! Und tschüss!